Ihr wollt wissen, was ihr tun könnt, wenn es bei euch im Unternehmen so ein bisschen kriselt? Wenn ihr das Gefühl habt, die Belegschaft ist mehr damit beschäftigt, Sorgen zu haben vor der Zukunft, als sich aufs Heute zu konzentrieren? Dann ist das genau das Video für euch. Also bleibt dran. Hallo und herzlich willkommen hier beim HR-Flüsterer. Mein Name ist Dominik Josten und wie ihr seht, ich bin wieder unterwegs. Und zwar habe ich mich heute verabredet mit Dr. Alicia Rieber, neurowissenschaftlicher Coach, Trainerin für Coaches und auch Moderatorin vom Resilienzkongress demnächst. Und wir wollen heute mal so ein bisschen darüber reden, ja, was ihr tun könnt, wie ihr so ein bisschen Schritt für Schritt euch ein paar Tipps geben, wenn es eben in eurem Unternehmen so eine Krisensituation gibt, Angst vor Insolvenzen oder einfach vor der wirtschaftlichen Lage oder was auch immer, was ihr dann so ein bisschen tun könnt, um ja die Resilienz zu stärken, damit wieder die Stimmung sich ein bisschen hebt und ihr ja ein bisschen mehr was für euer Unternehmen tun könnt. Und damit würde ich sagen, fangen wir direkt einfach mal an und legen direkt los. Schritt 1. Die wahre Ursache identifizieren. Das heißt, auch wenn es erstmal banal klingt, ihr müsst herausfinden, was ist denn eigentlich das, was eure Belegschaft, euer Team stresst. Das macht einen Riesenunterschied, ob jemand sich wegen Corona diffuse Sorgen macht, ob ein Team in Aufruhr ist, weil zum Beispiel die Führungskraft gewechselt hat oder ob es private Sorgen sind, Nöte. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Und je nachdem, was eben dann die Ursache ist, wird eure Lösung eine andere sein müssen, weil eben hier das Schlüssel-Schloss-Prinzip greift. Schritt 2. Möglichkeiten für Austausch schaffen. Einfach mal miteinander reden können. Als Führungskräfte das organisieren oder als HRler. Und ich weiß auch noch ganz genau, als wir bei uns im Unternehmen, als die Corona-Zeit losging, haben wir, glaube ich, wöchentlich einen All-Hands-Call gehabt. Da muss man auch wirklich den damaligen, immer noch CEO mal loben. Das hat er wirklich super gemacht. Jede Woche Update gegeben, was hat sich verändert, einfach nochmal für alle und so. Und das ist einfach ganz wichtig, glaube ich, dass man miteinander redet, merkt, man ist vielleicht nicht so, man ist nicht alleine. Oder wie siehst du das? Austausch schaffen, ganz wichtiger Punkt, oder? Ganz wichtiger Punkt. Also alles, was in Richtung Beziehung, Kommunikation geht, hilft in Krisenzeiten eigentlich immer. Ganz wichtig an der Stelle ist noch, dass ihr wirklich auch Live-Kontakt schafft. Also nicht nur eine E-Mail schreiben, so hey, ich habe an euch gedacht. Denn da, neurowissenschaftlich würde man sagen, wird kein Oxytocin ausgeschüttet. Der Kuschelfaktor ist da also sehr viel geringer, könnte man sagen. Und insofern gerne Live-Möglichkeiten schaffen und sei es auch Online-Live-Geschichten. Das ist ja immerhin was, ne? Weil man einfach eine echte Person hat, mit der man dann kommuniziert, auch wenn es natürlich nicht Präsenz, also in Präsenz dann ist, was das Optimum wäre. Da fällt mir eine kleine Anekdote ein, die ich kurz erzählen muss. Auch zu Beginn der Corona-Zeit, mein Team ist tatsächlich sehr organisatorisch weit verteilt, von Hamburg bis Wien, so in einer geraden Linie, gleich verteilt so ungefähr auf dieser Strecke. Also sprich, gerade zu Corona, physisches Treffen war keine Chance. Ja. Und wir haben uns dann zusammen so einen Online-Escape-Raum besucht und haben mega Spaß darin gehabt, ja, einfach mal was anderes sozusagen tun. Ablenkung auch ein bisschen schaffen und mega Erlebnis. Und würden wir, wenn es mehr davon gäbe, wahrscheinlich jederzeit wieder machen. Aber es gab irgendwie nur so eine Sonderaktion in der Corona-Zeit. Schritt 3, Transparenz und Kommunikation herstellen. Das ist einfach ganz, ganz wichtig, weil Menschen in der Krise natürlich als erstes ihre Sicherheit verlieren. Und Transparenz und Kommunikation, das schafft Klarheit, das schafft etwas, woran man sich ein bisschen festhalten kann. Und da ist ganz, ganz wichtig auch, wirklich einerseits ehrlich zu kommunizieren, denn nur dann kann man dem Ganzen auch vertrauen. Denn Mitarbeiter merken es sehr schnell, wenn man ihnen einen Bären aufbinden will. Und zum anderen geht es aber natürlich auch darum, ein bisschen positiv zu kommunizieren. Also einfach Perspektiven aufzuzeigen im Sinne von, hey, ne, das ist die Situation und das machen wir schon, um mit dem Thema umzugehen. Mal so eine Frage, ein konkretes Beispiel. Also wenn man jetzt wirklich eine wirtschaftliche Krise hat und es sieht halt wirklich schlecht aus, ja, würdest du das dann, wie würdest du es dann sagen? Würdest du es nicht sagen? Würdest du sagen, ja, ist alles nicht so schlimm, schaffen wir schon? Da würdest du halt schon dann ehrlich sagen, es ist wirklich schwierig. Ist schlimm. Ja, es ist schlimm. Würde ich sagen, definitiv. Ja, okay. Weil wie gesagt, Mitarbeiter merken das ja. Und dann geht es über den Flurfunk und alle sagen, ja, die sagen zwar, aber jeder und vielleicht sogar auch die besten Mitarbeiter suchen sich dann schon die neuen Jobs. Das ist nicht so cool. Also ich würde lieber sagen, wie es ist und eben ganz konkret, wie man als Mitarbeiter und auch als Unternehmen damit umgehen kann. Dann hat jeder Klarheit, dann hat jeder Sicherheit
Und es wird dann auch nicht so viel über den Flurfunk getragen, was die Sachen auch aufbauschen kann ohne Ende. Das stimmt, weil dann kommt ja noch was extra dazu. Wenn es, ja, es ist viel schlimmer und hier, ich habe von der Buchhaltung gehört, genau. Auftragseingang ist über komplett weg und genau. Da fühlt man sich wahrscheinlich nicht ernst genommen, wenn dann ja. Die Geschäftsführung oder so sagt, ja, es ist alles nicht so schlimm. Ist halt ein Spagat wahrscheinlich. Über so ein bisschen richtig. Hoffnung natürlich auch irgendwo zeigen und auch, wie du schon sagtest, zeigen, was man tut und auch ja. Zuversicht vielleicht, dass das was helfen wird. Ja. Sonst sollte man es idealerweise nicht machen, wenn man es nicht für sinnvoll hält. Aber eben auch nicht um den heißen Brei rumreden. Schritt 4, Selbstfürsorge als Führungskraft. Und jetzt, ich glaube, man muss sich immer klar machen, auch als Führungskraft ist man im Endeffekt auch einfach nur Mensch. Ja? Man ist nicht irgendwie resistent plötzlich irgendwie gegen alle Krisen und Sorgen und Nöte, nur weil man Führungskraft ist. Und da geht es so ein bisschen dieses Flugzeugbeispiel. Ich glaube, jeder, der schon mal geflogen hat, kennt das. Wenn man diese Ansagen bekommt, ja, mit dem Sauerstoffgerät, was von der Decke fällt, heißt es immer, helfen Sie zunächst sich selbst oder versorgen Sie sich zunächst zu sich selbst, kümmern Sie sich dann erst um mitreisende Kinder oder andere Nachbarn, die irgendwie Hilfe brauchen. Und im ersten Moment klingt das, glaube ich, wenn man das erste Mal hört, irgendwie so ein bisschen herzlos. So, warum soll ich mich denn nicht erst um das Kind kümmern, was neben mir sitzt und dann sozusagen um mich? Aber das Problem ist natürlich an der Stelle, wenn das irgendwie schief geht und man fällt selbst währenddessen in Ohnmacht, dann ist keiner mehr da, der helfen kann. Und jetzt ist natürlich so eine Krise vielleicht nicht ganz so eine lebensbedrohliche Situation unbedingt wie in dem Flugzeugbeispiel. Aber die Idee dahinter ist das Gleiche. Führungskraft, aber auch andere Schlüsselpositionen wie jetzt HR beispielsweise, müssen erstmal auch selber irgendwo Ruhe bewahren und dafür ja auch irgendwo sich selber eingestehen. Auch ich habe Sorgen und überlegen, was kann ich jetzt damit tun, damit ich selber stark bleibe quasi so ein bisschen. Und da hast du vorher, als wir darüber gesprochen haben, so ein paar schöne Ideen oder Vorschläge, auch Übungen vorgestellt. Was würdest du sagen, was kann man dann so machen als Führungskraft? Naja, erstmal vielleicht auch sich darauf besinnen, auf die Dinge, die mir schon in ähnlichen Situationen geholfen haben. Mhm. Denn es wird ja nicht die erste Krise oder die erste stressige Situation sein im Leben, ja. Sondern daran zu denken, man hat schon einige Krisen gemeistert und dann mal zu überlegen, was ist es, was mir da eigentlich geholfen hat und das dann einfach zu wiederholen. Also du meinst so im Kleinen quasi, also jetzt natürlich nicht, ne, was mir bei einer, was weiß ich, meiner Trennung geholfen hat, hilft natürlich jetzt nicht bei einer Wirtschaftskrise, aber du meinst so dieses im Kleinen, wenn es mir gerade schlecht geht, Joggen hilft oder irgendwie Lieblingsfilm, Lieblingsessen. Waldspaziergänge, ich gehe gerne baden, Eis, ja. Ganz genau, die Schokolade auch mal, durchaus. Also alles, was gut tut im Grunde genommen und falls jemand sogar bestimmte Hobbys hat, also die werden ja dann gerne vernachlässigt, die dann auch wieder zu pflegen, sei es mal Fußball spielen zu gehen oder vielleicht auch die Leute, die sogar in ihrer Freizeit Yoga praktizieren oder meditieren oder solche Sachen machen. Das wird dann gerne vergessen, aber in solchen Zeiten ist das besonders wichtig. Alles, was Freude macht, alles, was Entspannung bringt. Also quasi entgegen dem vielleicht dem Impuls, ich werde jetzt gebraucht, ich darf mir jetzt nichts mehr gönnen, ich kann doch nicht in der Krise Fußball spielen gehen, ich muss doch jetzt on Deck sein. Gerne. Doch vielleicht gerade deshalb, damit man selber irgendwie gesund, aber kräftig, stabil bleibt, Energie hat und auch ein bisschen positiv hat, die man dann auch aufs Team ausstrahlen kann. Genau. Die Energie muss ja irgendwo herkommen. Und Führungskräfte sind natürlich in der Krise doppelt belastet. Also sie haben die Krise genau wie alle anderen auch, aber eben noch die zusätzliche Belastung, dass alle eine Lösung erwarten. Mhm. Und das macht ganz schön viel Druck und da braucht man auch mal was zum Druck ablassen. Was man auch als HR jetzt speziell gut organisieren kann an der Stelle, sind so ein Austausch unter den Führungskräften. Ja, so ein Führungskräfte-Circle oder so. Ich weiß, das hatten wir damals auch in der Corona-Krise, dass man einfach auch mal miteinander reden kann. Man merkt, okay, ja, wir machen uns auch alle Sorgen und man muss jetzt, manche haben ja vielleicht Schwierigkeiten damit, das vor ihren Mitarbeitern erstmal zuzugeben und dann können sie es zumindest mit ihren Peers diskutieren und man kann auch mal austauschen, hey, wie kommuniziere ich bestimmte Dinge vielleicht an die Mitarbeiter oder was sind da für Fragen gekommen, was habe ich dazu gesagt? Also einfach merken, man ist nicht alleine. Ich glaube, darauf läuft es immer wieder mal so ein bisschen hinaus, nicht alleine sein. Also das könnt ihr auf jeden Fall, wenn es das nicht schon gibt, in solchen Situationen mal anstoßen, dass es sowas gibt. Und das hast du auch eben schon mal so ein bisschen angedeutet, so dieses auch mal wieder sich im Bewusstsein, auf was freut man sich auch. Also ganz gezielt überlegen, okay, es gibt hier alle möglichen Krisen jetzt und ich habe ganz, ganz viel zu tun und Stress und jeden Tag kämpfen wir im Zweifel ums Überleben der Firma im schlimmsten Fall. Aber trotzdem ist das Leben ja hat auch noch andere Dinge. Also es hat auch mal einen Urlaub oder es hat eine Geburt vom Kind oder was auch immer. Und darauf ist es auch völlig okay, sich weiter drauf zu freuen und sich das auch wieder bewusst zu machen.
doch, es gibt auch noch schöne Dinge im Leben und ich lasse mich nicht aufzehren quasi durch die Sorgen und die Ängste. Und von daher da kein schlechtes Gewissen haben, sich auf den Urlaub zu freuen mitten in der Krise. Auch das gehört dazu. Alicia, bevor wir jetzt weitermachen mit den Punkten und nachher plötzlich durch sind. Ich habe es am Anfang so quasi beiläufig gesagt, du bist ein neurowissenschaftlicher Coach. Was ist denn eigentlich ein neurowissenschaftlicher Coach? Wie muss man sich das genau vorstellen? Was ist der Unterschied sozusagen? Was macht dich besonders quasi? Ja, was macht mich besonders? Ein wissenschaftliches Fundament, könnte man sagen. Denn man braucht ja in gewisser Weise eine Art von Wirkmodell fürs Coaching. Also man braucht eine Idee, warum tue ich eigentlich was? So. Und das liefert die Wissenschaft und vor allem mittlerweile auch die Hirnforschung, weil wir ganz gut sagen können, wie wirkt denn eigentlich welche Coaching-Methode im Gehirn? Was gibt's da zu beachten? Mhm. Und ein neurowissenschaftlich fundierter Coach, der macht sich dieses Wissen zunutze und setzt das Ganze gezielt und auch individuell für seinen jeweiligen Klienten, seine jeweilige Klientin ein, um die beste Methode zu finden für sein oder ihr Problem. Also ihr seid quasi evidenzbasiert und nicht irgendwie hören, sagen oder ich habe mal einen Coaching-Ratgeber von Amazon bestellt und jetzt mache ich das selber. Und was ich auch noch ganz spannend fand, du bist ja nicht nur selber Coach, wenn ich das richtig verstanden habe, hoffe ich, erzähle ich nichts Falsches, aber du bist auch eigentlich Coach-Ausbilder, oder? Das heißt, du bringst anderen Coaches bei, besser zu coachen, richtig? Richtig. Okay. Genau, und da ist vielleicht auch wirklich nochmal ein wichtiger Unterschied, dass ich keine Anfänger ausbilde, sondern tatsächlich fortgeschrittene Coaches. Mhm. Ich habe über die Jahre, ich habe eine Doktorarbeit geschrieben zum Thema Coaching und die Rolle des Unbewussten, ein eigenes Konzept entwickelt für wirksames Coaching. Mhm. Und das gebe ich heute weiter an Coaches, die eben noch besser werden wollen. Apropos besser werden. Wir wollen weitermachen hier mit unseren Schritten sozusagen, was ihr tun könnt. Und wir waren gerade bei der Selbstfürsorge für Führungskräfte und damit schließt sich ja wahrscheinlich das ein bisschen logisch an. Was? Punkt 5, Selbstfürsorge für Mitarbeiter. Denn auch die Mitarbeiter müssen natürlich dazu eingeladen werden, etwas für sich zu tun. Denn genau wie die Führungskräfte für sich sorgen sollten, so sollten das auch die Mitarbeiter tun. Denn wir sind alle nur Menschen und wir Menschen brauchen einfach positive Dinge, Dinge, die uns gut tun, damit wir auch gut durch Krisen kommen. Mhm. Und das kann auch ganz, ganz unterschiedlich aussehen, was da jedem Einzelnen gut tut. Sei es das Sport machen, also Sport ist irgendwie ein Faktor Nummer 1, Entspannungsübungen, bis hin auch zum Dankbarkeitstagebuch, auch eine ganz, ganz tolle Maßnahme. Ist auch nicht ohne Grund im Trend mittlerweile. Das Tagebuch jetzt meinst du, ja? Ja, genau. Ja, das habe ich auch schon öfter mal bei LinkedIn auch gehört von Managern, die das schreiben. Genau. Einfach um sich auf Positives zu konzentrieren. Ja. Ich, ne? Darum geht es. Also man schreibt keine Krisen da rein, sondern immer nur, wofür bin ich dankbar. Richtig, heute. 3 Dinge zum Beispiel am Tag. Einfach weil unser Gehirn natürlich sehr, sehr stark darauf spezialisiert ist, Probleme zu sehen, sich mit Problemen zu beschäftigen, denn die waren mal lebensbedrohlich. Und daher natürlich besonders wichtig. Und ich habe mal so eine Formel gehört, man muss mindestens irgendwie 3:1, also 3 positive Dinge für ein negatives haben. Und das ist ganz schön herausfordernd, gerade in so Zeiten, wo uns alles nervt, wo alles schwierig ist. Und dann kann so eine Übung wie so ein Dankbarkeitstagebuch tatsächlich sehr hilfreich sein. Ich glaube, bei Feedback ist es sogar noch schlimmer, dann sage ich bei 7:1 oder sowas. Also ne, man kann 6-mal loben oder 5, 6, 7-mal loben und dann einmal reinhauen und ist alles wieder vorbei sozusagen. Der Mitarbeiter ist wieder alles wieder zunichte gemacht. Ja, absolut. Ja, genau. Und vielleicht für den HRler oder die HRlerin dann als Tipp, versucht doch mal mit Challenges zu arbeiten. Das kommt ja auch im Gesundheitsbereich immer ganz gut an. Ne, so diese 10.000-Schritte-Challenges, also so einen spielerischen Charakter dann zu haben und dann mal so zu gucken, ne, welche Art von Selbstfürsorge-Challenge würde denn für euer Unternehmen, eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter passen. Und ich glaube, das Gleiche wie eben auch bei Führungskräften, weil sich selbst die Mitarbeiter auch ruhig ermutigen, dass sie das auch sagen und rausfinden und vielleicht auch jetzt als Führungskraft gesprochen auch nochmal wichtig, dass man da dann auch das irgendwie unterstützt, ja, dass man das jetzt nicht irgendwie im Weg steht und sagt, aber hey, jetzt, wir müssen aber liefern und wir haben jetzt keine Zeit für so Shishi irgendwie, wie jetzt irgendwie mittags erstmal irgendwie eine Runde um den Teich oder sowas.
Doch, das ist, glaube ich, immer so dieser Fehler sozusagen. Diese Auszeiten machen unheimlich viel aus und danach ist man, wer das schon mal gemacht hat, wir haben ein Office in Dortmund, das ist ein wunderschöner See drum, da kann man in der Mittagszeit immer so eine Art Walk and Talk machen, einfach mal auch ein Thema währenddessen besprechen, man kommt mit einer ganz anderen Energie nachher wieder rein. Also absolut valider Punkt. Ja. Total. Und um das noch zu ergänzen, es gibt ja auch diese schöne Intuitionsforschung oder auch Kreativitätsforschung. Und da zeigt es sich, wenn man sich erst ganz intensiv mit einem Thema beschäftigt hat und vielleicht auch angestrengt war, die besten Ideen kommen dann in der Ruhephase. Und die besten Ideen, die brauchen wir unbedingt in der Krise. Damit sind wir auch schon bei Punkt 6. Das sind so ein bisschen die Gedanken über die eigenen Kontrollmöglichkeiten. Was ist damit gemeint? Man kann ja nie alles kontrollieren. Das ist ja irgendwie logisch. Manche Dinge sind außerhalb des eigenen Tätigkeitsbereichs. Ich würde mir auch wünschen, manche Dinge auf der Welt wären anders. Es hilft aber nicht sozusagen, damit zieht man sich ja irgendwo runter. Und deswegen ist es wichtig, gerade in so einer Krise, sich darauf zu konzentrieren, was kann ich denn beeinflussen? Was ist denn eigentlich so mein Wirkradius? Und dann darauf zu konzentrieren, in dem sich gut aufzustellen, zu überlegen, was kann ich denn da machen? Wie will ich das bestimmt auch machen? Mhm. Und nicht eben zu sehr abzudriften, man kann doch eh nichts machen und die Welt ist schlecht und so weiter. Ja, ist sie vielleicht, ja. Aber vieles im kleinen Mikrokosmos kann man ja machen. Ja. Und das macht Sinn, oder? Total, weil viele Menschen ja auch gerade in Krisenzeiten in so eine Art Opferhaltung kommen. Also das kennt, glaube ich, jede Führungskraft, aber auch jeder Mensch. Da würde ich mich selbst auch nicht ausnehmen. Also wenn es hart wird, wenn es schwer wird, wenn es stressig wird, kommt man gleich in so einen Modus von, oh Gott, ne? Was passiert mir da eigentlich? Und vielleicht fängt auch das Jammern an und so weiter und so fort. Und da ist es ganz, ganz, ganz wichtig, einfach auch sich klar zu machen, dass man Einflussmöglichkeiten hat. Und das ist auch für Führungskräfte dann ein wichtiger Tipp, eben mit den Mitarbeitern, die in diese Opferhaltung gehen, also das erstmal zu bemerken und mit denen wirklich im Gespräch dann mal herauszuarbeiten, hey, ne, du kannst doch das und das und das und das tun. Also da die Verantwortung dann stärken. Schritt 7. Der letzte und vielleicht sogar wichtigste Punkt ist die Akzeptanz. Die Akzeptanz der Situation und auch der möglichen Konsequenzen. Das heißt, wenn man eine Situation nicht akzeptiert, so wie sie ist, dann wird man immer dagegen kämpfen und das strengt unglaublich an. Ich war mal eine Woche fasten und der beste Tipp, den sie mir gegeben haben, ganz am Anfang der Fastenwoche war: akzeptiert, dass ihr jetzt eine Woche nichts essen werdet und ihr werdet keine Probleme in dieser Woche haben. Und genau so war es. Und ich glaube, wenn sie das nicht gesagt hätten, hätte ich die ganze Woche damit gehadert, vor allem, als wir in diesem leckeren Café waren, wo alle Riesenstücke Torte gegessen haben. Das ist aber auch Folter, haben. Ja. Also. Aber diese Akzeptanz hat es wirklich ermöglicht, dann damit zu sein, dass die anderen ihren Kuchen essen und ich jetzt einfach meine Woche habe, wo ich nichts esse. Ich glaube, hier drauf bezogen, auf diese Krisensituation, geht es ja gar nicht darum, jetzt, wie ich richtig verstanden habe, zu akzeptieren, es geht nichts mehr. Man kann ja schon versuchen, was dagegen zu tun, aber irgendwo bestimmte Dinge auch mal akzeptieren, okay, und was ich jetzt nicht ändern kann oder wenn irgendwas passiert, ja, dann ist es jetzt halt so und dann hinnehmen und darauf konzentrieren, dass man mit dem dann weiterlebt sozusagen, weil es geht ja immer weiter. Und was natürlich auch helfen kann, ist so eine Art Plan dann zu haben. Ein Plan gibt einfach auch wieder Sicherheit im Sinne von, das ist jetzt die Situation, damit müssen wir umgehen. Aber wir haben eben unseren 5-Punkte-Plan oder was auch immer, das bringt uns da durch. Apropos durch, wir sind durch mit dem Video und damit unseren 7 Punkten. Und vielen Dank, Alicia, das war sehr interessant. Und wenn ihr öfters mal auch mal so ein bisschen andere Themen vielleicht hören wollt, außer quasi Recruiting und sonst was, dann gebt dem Video doch einen Daumen nach oben oder schreibt auch mal in die Kommentare, was euch interessieren würde. Und ansonsten kennt ihr das ja, über ein Abo freut man sich immer und vernetzt euch gerne mit uns, Alicia Rieber, Dr. Alicia Rieber, ja, und mich kennt ihr inzwischen, Dominik Husten. Also, freut mich, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!